erfordert auch eine richtige Einschätzung der eigenen Person, die Wahrnehmung und Kontrolle der eigenen Bedürfnisse, die Befreundung mit den eigenen Möglichkeiten und Grenzen. Dies geschieht vor allem im Umgang mit anderen, in kleinen und großen Gemeinschaften. Die Laborschule ist folglich als eine Gesellschaft im Kleinen organisiert. An ihr kann man den Sinn der Polis, der Res Publica, also des verfassten Gemeinwesens, erfahren. Auf dem Gelände der Laborschule bauen die Schüler des Jahrgangs 5 ein Labyrinth. Begonnen hat das Projekt mit scheinbar einfachen Fragen aus der normalen Schulmathematik. Was ist eine Fläche? Was ist eine Gerade? Was ist eine Senkrechte? Was ist ein rechter Winkel? Die Schüler haben damals, als dies dran war, gleichsam den Backstein erfunden, als den Stein, dessen Flächen glatt aufeinander liegen, dessen Kanten gerade sind, dessen Winkel rechte Winkel heißen, in dem die Kanten senkrecht zueinander stehen. Die Vorteile dieses Steines hatten die Schüler beim Aufschichten einer Probemauer aus nicht genormten Steinen ganz konkret erfahren. Nun wollten sie etwas Richtiges bauen. Zwei Steine da rein. Guck mal, wenn jetzt. Na gut. Geht nicht. Ja, weil immer an dieselbe Stelle haus. Wenn er einmal an die Stelle haus, geht er hier rum. Wenn er an die Stelle, geht er da rum. Muss mal woanders, an eine andere Stelle. Ja, guck mal, besser. Prima. So. Jetzt ganz sachte. Am besten stellst du dich einmal hin und guckst von oben drauf. Dann siehst du, wo es steht. Hier auch noch ein bisschen drauf mauern, dass also auf jede Ecke immer der höchste Punkt ist. Ach so. Und nicht nur eine Ecke hoch aufläuft. Es traf sich, dass ihnen die Geschichte von Daedalus, dem Minotaurus, dem kretischen Labyrinth, erzählt worden war. Auf einem Schulausflug besuchten sie ein Gartenlabyrinth. Sie wurden Experten in Labyrinthen. In einem schulweiten Preisausschreiben gewann Alexander mit seinem Entwurf den ersten Preis für ein wirklich zu bauendes Labyrinth. Ein Geschenk des Jahrgangs 5 an die Kleinen, die wohl hauptsächlich darin spielen würden. Ein Meister des Handwerkerbildungszentrums und zwei Auszubildende übernehmen die technische Anleitung. Nee, und dann müssen die Stoßfugen auch noch ausgesucht werden. Das kannst du hier eventuell in der Hand nehmen. Und dann muss hier auch was reingeschenkt werden. Ne? Kannst du das? Elementare Erfahrungen sind der Boden für Können, Geschick, Wissen. Man muss nicht Maurer werden wollen, um diese Arbeit ernst zu nehmen. Sorgfalt ist hier ein Gebot der Sache, nicht das pädagogische Mittel eines Lehrers. Der Lehrer lernt vielmehr selber mit. Er bedient die Schleifmaschine. Wer an einem richtigen Mauerwerk gearbeitet hat, interessiert sich lebhafter für die Herkunft von Ziegelsteinen. Der Besuch in einer modernen Ziegelei ist dann mehr als die übliche Betriebsbesichtigung, die sonst vornehmlich dadurch erfreut, dass der Unterricht aussetzt. Hey,
Hochstunde. Also wir treffen hier etwa 13.000 Steine in der Stunde. Wenn man dann noch einen Stein geschenkt bekommt, dann hat dies lebenslänglich Gewicht. Von hier aus passiert alles vollautomatisch. Temperatur, Überwachung, bis dahin, wo der fertige Stein deswegen aus dem Ofen kommt. Und was der Ofen im Einzelnen macht, das kann ich an diesen Diagrammschreibern oder dort hinten auf der anderen Seite genau verfolgen. So, jetzt ziehe ich für euch einen glühenden Stein raus. Höhepunkt, der glühende Stein. Und dazu eine Vorstellung von Hitzegraden, fast 1000 Grad. Was stellt sich einer sonst darunter vor? Und wer hat schon einmal einen glühenden Stein durchgeschnitten? Der Stein hat hier eine Temperatur von 950 Grad. Vielleicht nur 950 Grad. Jetzt sind wir 900. Ja. So, jetzt schneide ich den mal durch, damit er mal sieht, wie er von innen aussieht. Nur das darf er nicht, sonst würde er kaputt gehen. Er muss da hinten ganz langsam ab. Guck mal hier weiter. Guck mal hier weiter. Also wir haben einen Stein runterfällt. Ist aber nicht mehr in der Flasche rum. Wie Mörtel zusammengesetzt ist und funktioniert, lernen die Schüler im Labor. Man hat schon mehrere Versuche hinter sich. Heute wird gezeigt, wie man vom Löschkalk zum Steinkalk kommt. Das Arbeiten mit Brennern, Sauerstoffflaschen, Reagenzgläsern, Tiegeln, Schutzbrillen, genauen Mischverhältnissen verbindet Erkenntnis mit Erfahrung. Was? Ich mach hier mal an. Also, na ja. Kein gleich ist er wieder aus. Nee. Wenn ich so von oben rein. Also, geht's nicht. Und die Tugenden, Geduld, Aufmerksamkeit, Vorsicht, gegenseitige Hilfsbereitschaft, Selbstständigkeit, Experimentiermut fallen ganz von alleine ab. So, jetzt seid ihr mit dem nächsten Versuch dran. Ja? Ihr müsst jetzt 1 zu 1. Was habt ihr jetzt gemacht? Wann war das löschbar oder habt ihr vom Stein zum Stein gemacht? Was habt ihr jetzt untersucht? Ja, schon mal 1 zu 1. 1 zu 4 und 1 zu 1. Nehmen wir erst 1 zu 1. Bitte, bitte. Ja, klar. Oh, lange. Abkühlen. Also, er muss das zuhalten. Ja, ja. So, und das festhalten, so, ne? Ja, klar. Das ist ein. Bist du mal? Ja, wir haben noch ein Stück. Ich weiß, was anderes. Ja. 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 Da liegt die Arbeit drauf. Am Ende wird notiert, geordnet, benannt. Wie an anderen Schulen auch. Zufällig wird das Kamerateam Zeuge eines kleinen Dramas von Britta und ihrem Kaninchen Lümmel. Britta musste, so haben es der Betreuungslehrer und die Eltern beschlossen, das Kaninchen an andere, jüngere Schüler abgeben. Muss ich
Ich bin doch ganz froh, dass ich regelmäßig, also dass ich doch schon einmal am Tag in Schulzug komme, weil es mir sonst so wie Mike und Indra geht, dass sie dann knapp vorm Abnehmen sind. Vom was? Vom Abnehmen sind, das Kaninchen also wegnehmen. Ja eben, das ist ja auf mich bezogen. Das möchte ich nicht so sehr gerne. Trotzdem sollst du nur bedenken, wir haben auch gerade mit Astrid drüber geredet, also Astrids Mutter und ich, dass da jetzt unten jüngere Kinder sind, die vielleicht warten auf einen Platz. Und da sind man, jetzt ein ja. neue Kaninchen da und insofern wollen wir nicht abgeben oder so. Mal wirklich gucken, wie weit so dann jüngere jetzt da sind und du auch überlegen musst, auch was ich so ein bisschen als Provokation reingeschrieben habe, ne? Du bist halt jetzt noch ein ganzes Stück älter und gerade weil ich eben mit Asker und ihrer Mutter darüber gesprochen habe, muss ich nur mal sagen, unser Problem ist ja so, dass wir mit den Tieren umgehen. Da sind überwiegend Schmusetiere für euch. Und da denke ich, da ist einfach die Gefahr, dass er da die Energie in die falschen Objekte setzt. Ne? Wie? Also wenn du ein Bedürfnis hast, jemandem nahe zu sein, ne? und irgendwo dich wohlzufühlen, dann finde ich blöd, dass du das also am Meerschwein oder Kaninchen machst. Das ist für eine bestimmte Altersstufe ist das ganz richtig. Ne? Die Kinder haben ihre Schmusetiere und Schmusedecken oder sonst was. Oder ja, auch lebende Schmusetiere. Ne? Aber irgendwo, denke ich, ist dann so eine Altersstufe erreicht. Da kann man nicht sagen, das ist 11 oder 12. Das muss jeder auch für sich rauskriegen. Aber wo einfach was Neues kommt. Das ist nämlich die Auseinandersetzung mit anderen Menschen. Ne? Ja, ich meine, zumal zu überlegen ist, dass du häufig Probleme hast, dich mit jedem auseinanderzusetzen, ja, überhaupt eine Auseinandersetzung rauszubringen. Und da solltest du wirklich überlegen, ob du dich jetzt nicht mal diesem Problem stellst oder diesem Problem versteckst. Britta hat sich mit guten Gründen gewehrt, wie sie das als Laborschülerin gelernt hat. Aber die vereinten Erwachsenen haben, harthörig, mit ihren pädagogischen Absichten und Ansichten obsiegt. Nun beweist Britta auf ihre Weise, wie falsch das ist. Das Tier leidet, wird ängstlich, beißt. Nicht sie braucht das Tier braucht sie, eine vertraute Person. Wenn sich der Zustand des Tieres verschlechtert und es zum Arzt muss, soll man sie rufen, bittet Britta. Ja, klar. Ja. Nein, aber wenn, dann ruft er mich am Abend an. Die Telefonnummer habt ihr ja, ne? 88 42 64. Müssen wir immer aufschreiben. Wo ist hier überhaupt? Nein, ich lasse mir noch 35 Mal sagen, dass ich das Kaninchen abgegeben habe. Ihr begreift nicht, dass mir das weh tut. Ihr begreift es nicht. Ich hab das verstanden. Aber nimm die so bei dir. Ich nehme mit dem Mantel ab. Das riecht hier. Wollen wir wieder nackt und heimlich? Wollen wir nackt und heimlich? Schon mal mit der Unterspitze. Nee, da ist kein Zug. Britta unterläuft die Enteignung, indem sie weiter für das Tier sorgt. Die Verantwortung wird man nicht durch einen Beschluss und die ständige Beschwörung los. Du hast Lümmel doch abgegeben. So wenig wie das Bedürfnis, für ein Tier zu sorgen, von ihm gebraucht und geliebt zu werden. Die Zooversammlung nimmt sich des Unglücks an. Ich kann das mit Lümmel nicht mehr, dass die dir mitfliegt. Ne? Lümmel spinnt total jetzt. Ne? Der Bart sind jetzt letztens voll gebissen. Die hat jetzt, so wie ich gehört habe, voll den blauen Fleck von Lümmel. Ich meine, Lümmel hat immer schon gebissen. Aber nie so, nie so. Der hat gezwickt. Der hat echt nur gezwickt. Nie gebissen, dass es blau war. Und außerdem, wenn er jetzt an den Stall ist, der springt sofort in sein Häuschen, dass du den da nicht rauskriegst. Das hat er auch nie gemacht. Ja. Aber du darfst das Lümmel nicht mehr pflegen, ne? Also muss ich so. Hier. Es gibt nur noch eine Möglichkeit, dass dann meine Mutter irgendwie mal in den Schulzug kommen sollte und mich sieht oder so und, ihr und sie einen fragen sollte, dass, ob ich Lümmel noch pflege, dass ihr sagt, dass ich den nicht mehr pflege. Wie, da bleib ich einfach dran.
wenn Britta's Mutter in die Schule gekommen und sie dich fragt, pflegt Britta Lümmel noch, dann sagst du der Mutter, nein, Britta pflegt Lümmel nicht. Und sie pflegt ihn doch. Ja. Nee, das, Lügen darf nein, man nicht. Nein, das zu solchen Dingen engagieren. Nein, da können wir nicht. So, ich glaube, das könnt ihr auch nicht verantworten. Könnt ihr das verantworten, dass wir ihre Mutter anlügen? Es tut uns leid. Grün und zuliebe können wir dir deine Mutter nicht anlügen. Die Schülerinnen und Schüler unterstützen Britta. Aber auch da dürfte sich die Pädagogik durchsetzen. Die Praktikantin hat alles aus der Nähe miterlebt. Sie geht auf den Kummer des Mädchens ein, mit viel Geduld und Verständnis. Das ist das Gesetz der Einrichtung. Es gibt ein breites Feld offener, ungeregelter Erfahrungsmöglichkeiten. Wie im wirklichen Leben werden Fehler gemacht, setzen sich die mächtigeren Zwecke durch, verstehen nicht alle alles gleich gut. Aber die Schüler haben hier ein Recht auf begründeten Widerspruch. Sie nehmen die Unterstützung der eigenen Öffentlichkeit in Anspruch. Es ist immer einer da, der sich des Einzelnen annimmt, ihn ernst nimmt. Und für diese Erfahrungen gibt es Zeit, weil sie helfen, dem Leben gewachsen zu sein. Sie sind das eigentliche Pensum. Ansammlungen von Menschen bilden noch kein Gemeinwesen, keine Polis. Um dies zu sein, brauchen sie ein Bewusstsein ihrer Zusammengehörigkeit, gemeinsame Aufgaben. Es gibt Aufgaben, die man nicht mit anderen teilen kann oder will. Es gibt Aufgaben, die man nur mit anderen bewältigt, und dieses Zusammenwirken will geregelt sein. Unsere Gesellschaft hat sich für eine Regelung durch die Beteiligten für die schwierige Demokratie entschieden. Wenn die ersten Gemeinschaften des jungen Menschen nicht demokratisch geprägt sind, sondern autokratisch, das heißt von selbstherrlicher Machtausübung der Erwachsenen, dann werden sie später kein Vertrauen zur großen Demokratie haben. Wer ist dafür, dass Stefanie Schnucki alleine geht? Die notwendigen Grunderfahrungen sind, die Gemeinschaft ist wohlwollend, freundlich, erfreulich, verständlich. In der Gemeinschaft gelingt mir vieles, was ich alleine nicht vermag. Die Gemeinschaft ist durch mich veränderbar, durch meine Beiträge, meine Ideen, meine Kritik. Nee, nur das Kleine. Ja, und Melanie will Coco, aber und das Kleine. Nee, geht auch. Ich würde Coco nehmen. Du hast ja auch schon. Das wäre ein bisschen ungerecht. Es lohnt darum, die vereinbarten Regeln einzuhalten. Die Erfahrung von der Polis, die mitträgt, ist überall in der Schule zu machen. Es gibt keine eigens dafür angesetzten Veranstaltungen und also auch keine sie herausstellende Episode in diesem Film. Tu ich doch nicht! Tobi, von oben nach unten! Du klicker hier mal nicht so. Mann, das kann ja wohl. Alle Bilder. Na? Ist heute langsamer gefahren? Wie der Untertitel des Filmes sagt, ist die Laborschule ein Erfahrungsraum, nicht bloß eine Unterrichtsanstalt. Sie zieht keine starren Grenzen zwischen Lernen und Leben. Die Schüler kommen morgens in die Schule, als wenn sie in die Wohnung von Freunden kämen. Der Lehrer ist schon da. Er interessiert sich für die einzelnen Personen und das, was sie mitbringen, Erlebnisse, Fragen, Hefte. Für die Erledigung der Pflichten sorgt er nebenbei. Ein ruhiger Erwachsener beruhigt. Bitte? Ja. Ja, also was ich sehe, stimmt das alles. Immer.
Wir haben schon gewundert, dass André und du, dass ihr beide nicht hier wart. Einmal wollten wir dahin, dann wollten wir wieder dahin. Und wie war's zu Hause? Meine Blüte habe ich vergessen. Die nicht so gut? Warum nicht? Nur hier runtergehen. Bis der Gastmann hier. Ja? Jetzt bist du ja heute hier, ne? War Anna gestern auch schon hier? Anna ist gestern auch schon wieder hier gewesen, ja. Weißt du es nicht, Nadine? Nee, da war die noch gar nicht da. Nee, Nadine war ja gestern nicht da. Trägst dich mal ein, Nadine? So kommt man gern zur Sache. Ordnung und Freundlichkeit vertragen sich gut. Wer liest denn heute mal den Tagesplan dann vor? Was machst du das? Tagesplan. Dienstag, der 14. Januar. Morgenzeit. Die Kinder kommen und spielen. Versammlung, Arbeitszeit, Diktat mit David, Yilmaz, Malte, Wilder, Kochen, Frühstück, freie Spielzeit, Gruppenzeit, Geschichten, Bilder von Werken und Basteln, Aufräumen, Schlussversammlung. Morgen, Mini. Auch die Großen kommen nicht nur zur Schule, sondern zueinander. Eine letzte Zigarette vor den Toren der Pädagogik. An einer sonst in allem verständnisvollen Schule ist dies offenbar die letzte Chance des Trotzes, eine Bastion der Selbstbehauptung durch Verweigerung. Im Rucksack keine Schulbücher, sondern was man zum Überleben in der Ganztagsschule braucht. Proviant, Spielkarten, Krimi oder Comics, Trainingsanzug, Walkman, Skateboard, Rekorder. Unterrichtsbeginn, wie der Beginn einer Party. Gelassen, aber nicht lässig oder gar lässlich. Unbekümmert um den allmählich abebbenden Lärm in den anderen Gruppen. Tina, rufen wir jemand anderen, der hat sich. Ja, Sarah. Ich war gestern bei so einer Frau, die hatte Geburtstag. Und da sind wir um 8 Uhr hingefahren. Und die hatten eine Katze, die war noch ganz jung. So ungefähr noch nicht mal ein Jahr. Und die hatte jetzt 5 Junge gekriegt. Die waren jetzt 4 Wochen alt. Und die waren ganz süß. Die einen, 2 waren schwarz und 3 waren getigert. Wie sah die Mutter aus? Getigert. Der Vater weiß man nicht, ne? Besonders nach dem Wochenende berichten die Kinder einander und der Lehrerin, was sie erlebt haben. Oft bietet dies einen Anknüpfungspunkt für den Unterricht. So wenig wie das Erlebte werden die natürlichen Lebensäußerungen ausgeschlossen. Es gibt keine besondere Haltung, die man nur für den Unterricht einnimmt. Es gibt umgekehrt Verrichtungen, die die Schule ganz von alleine vermenschlichen. Wer die aufgestaute Lust an Bewegung, Berührung, Bewährung hat ausleben können, geht ohne innere Unruhe an die Arbeit. Auch zu wissen, wann man mit seiner Sache, seinem Auftrag, seiner Frage dran ist, trägt zu dem Gefühl bei, die Schule ist für mich da. Die Entfremdung, die dem Unterricht notwendig anzuhaften scheint, wird aufgehoben. Lesen, Rechnen, Schreiben zu üben. Oh. Oh. Pfui. Deibel.
Und um das zu arbeiten, was ihr euch vorgenommen habt. Oh ja. Und zwischendurch? Genau, ich hab mir schon erfreut. Ja, ich weiß. Und zwischendurch, damit die zwei Stunden nicht. Ich auch. Ich frage euch ja gleich, was ihr euch vorgenommen habt. Und zwischendurch, damit die zwei Stunden eine gute Unterbrechung haben, machen wir heute die Geschichten von Aberle zwischendurch. Und Florina hat nämlich Gottlob ihr Buch mit. Und dann sind es heute vier Vorleser von Aberle. Das machen wir, na, also wenn alle genug gearbeitet haben. Wenn du dir das einfach mal durchliest, es ist ja nur diese zwei Seiten. Nein, da geht es los, ja? Aha. Mal, das ist er selbst. Du liest dir das mal durch, erst ohne Notizen zu machen, dann liest du es nochmal durch und schreibst auf, was du uns dabei erklären musst, denn die anderen werden das nicht gelesen haben, nicht? Ich glaube, das ist ein ganz schöner Auftrag. Da der Lehrer hier keine kleinen Regimenter in die große Lernschlacht führt, sondern mit den Einzelnen zusammenarbeitet, ist seine Sprache normal, individuell, entspannt, ermutigend und beruhigend zugleich. Ein ganzes Buch. Wer macht gleich Kaffee? Ich. Anlässe zum Lernen gibt es überall, natürlich auch in der Pause. Hier betreiben Schüler eine absichtlich kleine Teeküche, es gibt deren drei. Die Hilfe des Praktikanten brauchen sie längst nicht mehr. Will ich auch haben? Nee, 10! 20. 10, oder? 20! 20? Dann kann ich rechnen. Aber schön, dass er da ist. Hallo! Da. Oh, 5 Mark, ich weiß nicht, ob ich die wechseln kann. Musste. Ihr habt mal ein Kerberklon. Das ist echt das Dialekt. Das ist Land, ne? Beides ist Dialekt. 20. Es gibt auch diese Pausenversorgung durch den freundlichen Hausmeister. Nein, das war seine, hat er gerade verloren. Einmal über Walderdbeere, über Maiglöckchen, über Roten. Zurück im Unterricht. Können wir sehr gut gebrauchen. Dann über Sammelgeräte für was? Zum Käferfangen. Zum Käferfangen, aha. Aus der Gruppe von 20 sind inzwischen Untergruppen gebildet worden. Where can we start? For example, what Jack lost, where he looked and where he found it, okay? We start with Jack. Die Kleinheit der Teilgruppe sorgt für größere Intensität des Übens bei den einen. Okay. He looked for it in the house and in the garden. And he found it under his bed. Under his bed, yes, very good. Bob, go on. Barbara lost his hair. This is a comb, but you can say, yeah, say comb or brush. Die anderen lernen derweil in umso größerer Selbstständigkeit. It has. Was? It has. It has. He goes. He goes. Or he goes. She sees. Was? She sees. She saw. Richtig? Mhm. Take. Die Aufteilung der Gruppe erlaubt vor allem den unbefangenen Austausch von Entdeckungen. Der Aneignung eines Gegenstandes ist dies ungleich dienlicher als der sogenannte Frontalunterricht, der diese Form der Befestigung ausschließt. Dass Robby auch in mich verliebt war. Dann konnte ich nicht mehr richtig denken. Robby zog mich an sich und küsste mich lange. Und so geht das über und glatt lang. 300 Seiten? Warte, das war ein Blatt lang. Okay, das ist gar kein richtiges Blatt. Das geht jetzt von hier, fängt es an. Ne? Mit dem Glück und alles. Mit hier. Liebesgeschichte eines Pferdes, was Schnupfen hat. Schlimm wäre eine Schule, an der alles, zum Beispiel auch das Essen, nur als Anlass für Lernen angesehen würde. Und doch wird auch hier gelernt, sich selbstständig zu versorgen,
seine Speise und seine Zeit einzuteilen, das Besteck sinnvoll zu benutzen, das Geschirr hinterher wegzuräumen. Und mancher kleine Kummer wird hier nebenbei geheilt. Hannah mag das Fleisch nicht und eigentlich will sie neben Peggy sitzen. Ausdrücklich gelernt wird dagegen, wie man alleine mit der Straßenbahn vom einen Ende der Stadt zum anderen kommt, wie man sein Billett löst, umsteigt, die Leute nach dem Weg fragt. Für die Gruppe Einkaufen, hier in der Universitätshalle, wird für die Fünfjährigen an der Hand der Siebenjährigen zur Selbstverständlichkeit. Dann wir hier schon mal eins rausziehen. So kann der Unterricht auf das Leben eingehen. Heidi, kommst du mal gleich? Vom Butterns hier schon mal aufschreiben. Latein im Alter. Ganz groß mit dem schwarzen Edding. Ja, es hat was mit Leben zu tun. Du hast deines Hauses, der Familie gestartet. Hier, dann kannst du das. Schutzgötter schreiben. Kann ich nur sagen, gibt's nicht dazu. Hier suchen die Schüler den lateinischen Ursprung von Markennamen und Firmenbezeichnungen auf. Was raussuchen konnte. Hier, Audi. Ja gut, dann klebt dein Audi auch noch auf. Audi, also Horch, Nivea und Durodent, Penatencreme und Agrippina Versicherung. Was passt der VW Sture ist gar nicht für Bedeutung. Ja, und die erste? Er hat aber hier steht für den Geschmack, wo war das? Für den Geschmack. Und das ist ja sicherlich für den Geschmack, aber manchmal. Ah, für was wird das wohl sein, das Harte? Harte Zähne. Ja, genau, ne? Ah, nein, meine Raupe. Jetzt ist sie wieder runtergefallen. Oh, die hat vielleicht ein. Das ist ja auch mein. Wissbegier gedeiht, wenn wir den Gegenstand selber entdecken und ihn in unserer Weise aneignen dürfen. Auf der Exkursion waren auf einmal Raupen das wichtigste Objekt der Aufmerksamkeit. Die hat viele solche dünnen Raupen. Ja, holst du die mal? Warte, passt du denn mal auf meine Raupen auf? Nein, tu die mal da. Nein, ich hol Michaela. Erst kommt das Einsammeln, dann das Anfassen, das Haben, das Tauschen, dann das Vergleichen, das Beobachten, das gegenseitige Zeigen und Mitteilen. Sieh mal, ich auch noch dazwischen. Das sind diese. Welche willst du denn haben? Zeig mal, stell sie mal dahin. Die hat eine ganze. Oh, kann ich auch ein paar? Nein. Zeig mal. Kann ich auch ein paar tragen? Die hat auch eine grasgrüne, hat Michaela auch. Die tausche ich auch. Ach so. Ja, die so viel Faunaugen. Nach so viel Handhaben will man auch Bescheid wissen. Genau und Expert. Was hat die dann die Rene? Dann hat die nee, das ist immer noch ein anderes. Dieses. Wie ist halt dann die Rene? Na, das hier, das ist doch. Das da in Rot ist es. Nee. Das da in Rot, doch, das da liegt. Das da und das Rot drauf. Das ist halt. Auf derselben Exkursion ins Moor haben die Kinder dieser Gruppe vor allem ein Neuland betreten, das Leben in der größeren Gemeinschaft, die Allgegenwart anderer, das Fernsein von zu Hause. Das Heimweh. Als das Heimweh angefangen hat, dachte ich sofort an zu Hause und habe gleich angefangen zu weinen. Ich habe dreimal geweint und jedes Mal wegen dem Krach. Zu Hause war nie so ein Krach. Abends beim Gute-Nacht-Sagen kam Nicole zu uns und hat gefragt, ob wir noch Heimweh haben. Da sagten wir ja. Da hat Nicole gesagt, dass wir zusammen schlafen sollten. Das würde helfen gegen Heimweh. Und wirklich, am Morgen hatten wir kein Heimweh mehr.
Ich werfe nicht zufällig alles, was daherkommt, auf diesen Haufen, nein. Wie die verschiedensten Lebensformen zugelassen sind, wenn die Schule ein Lebensort ist, so müssen vielfältige, eindrückliche, wirksame Erfahrungsmöglichkeiten oder Lerngelegenheiten bestehen, wenn die Schule durch Erfahrung belehren will. Nur sehen. Bedrucktes, farbbedrucktes soll nach Möglichkeit nicht auf den Kompost. Küchenreste, Pflanzenreste. Was ist dieses da? So, Leute. Das ist nicht Heu, das ist Stroh. Das ist ja, Stroh aus dem, unserem Schulzoo. Das ist aber Stroh, ne? Das ist Heu. Ich habe mich verwechselt. Jetzt, was meint ihr? Auf diese Küchenabfälle, die saftig sind, was wäre am besten, was sollten wir jetzt tun? Stroh, richtig. Jetzt nehmt vorläufig und breitet Stroh aus, dass der, die Fläche nicht kleiner wird. Gedacht war der Schulgarten als eine Verlockung für Lehrer und Schüler. Wer Freude am Draußensein, am Beobachten und Hegen von Pflanzen, an körperlicher Arbeit hat, der sollte sich hier betätigen können und andere damit anstecken, im Freiwilligen Gartenclub. Aber für 660 Kinder konnte der halbe Hektar nicht ausreichen. Es musste organisiert werden. Darf ich dir etwas zeigen? Ja. Wenn du so kurz anfasst, hast du keine Kraft. Heute ist der Garten das Lern- und Arbeitsfeld eines wohlgeordneten Wahlkurses für Schüler der Stufe 3, die hier elementare, dem heutigen Stadtkind ganz fremde Erfahrungen und Entdeckungen machen. Sir, wenn ihr einen Regenwurm aussagt, nehmt ihn lieber und tut ihn aufs andere Beet, damit ihr nicht hier... Ich hab schon zwei umgebracht, tut mir leid. Ja, da kann irgendein Schmetterling draus werden. Die müssen wir nicht umgehen. Hier, aber in der Mitte lassen wir es so. Oh, das sieht toll aus, das habe ich gemacht. Mach mal raus. Oh, aber da an der Seite. Jetzt kann Anni. Jetzt danach bin ich, ja? Es kann auch einer so ziehen, oder? Kann ich jetzt? Du kannst ja quer durchziehen. Aber das ist gut, das hier. Guck mal so. Guck mal, wegen dem. Ich will aber auch noch mal hier. Warte gleich noch mal. Guck mal, wegen dem hier. Guck, wegen dem. Ja, ich zieh einmal hier. Oh, dann das, ja, da geht's nicht kaputt. Das sieht noch besser aus. Sieht noch besser aus. Ja, so, jetzt willst du es abnehmen? Oder ja, kann Lisa mal. Nee, Lisa, ja, aber Lisa hat trockene Hände. Ich habe trockene Hände. Gut. Aber Lisa hat es jetzt auch. Lisa hat noch gar nichts. Mach anders. Zum Liebhaber einer Kunst wird man eher durch Anregung und Anleitung als durch einen Pflichtunterricht. Hier färben die Schülerinnen Papier in einem danach benannten Club. Schnell, nimm den Kerl weg. Und das Team. Oh, super, davon will ich. Erstens, was lernen. Zweitens, es organisieren. Drittens, es machen. Viertens, es genießen, essen, anfangen. Und fünftens, aufräumen. Ja? So, jetzt sind wir bei erstens. Und das war ja was lernen. Nicht Eier von Kuchen. Also, muss was in den Genitiv kommen? Jetzt Eier. Die Eier müssen Genitiv kommen. Sagt mir jetzt der Kuchen von Eiern. Ovum, wie Templum. Ovum. Das ist der Plural, ja. Aber jetzt möchte ich den Genitiv haben. Den Genitiv? Ovum. Ah, also ja. Placenta ovorum. Das wäre ein ganz guter Name dafür. Wärst du einverstanden? Ja, sicher. Ja. Ja. Lass die anderen rum. Ja, ja, mach du. Willst du? Machst du? Na, ein Ei war nicht. Ich will auch ein Ei. Nee, nicht versuchen, es muss klappen. Ja. Scheiße, Mann, was ist denn mit dem Schnellkochen? Auch in der Schulküche wird beides verbunden, das Vergnügen und das Lernen von Grundfertigkeiten und Grundordnungen. Das ist ja wohl meine. Also alle sagen, das soll die Dachbuchtun. Wenn der Pfeiler ist, sollen wir das da auch. Fantastisch aus. Yeah.
Nicht alles muss, nicht alles kann gleich gelingen, das Wenden von Eierkuchen so wenig wie das Auffinden von Büchern in der Bibliothek. Und sieht doch beides so einfach aus. Jedes Kind geht jetzt mal hier durch die Bibliothek und versucht zwei Bücher zu finden, die was mit Tieren zu tun haben. Ist völlig egal. Dann haben wir möglichst verschiedene und die hier runterbringen. Ja. Die Bibliothek ist eine für alle Schüler auf allen Stufen wichtige Lerngelegenheit. Sie ist es natürlich nur, wenn man sie tatsächlich benutzt. Früh lernen die Laborschüler, wozu und wie man das macht. Die Bibliothekarin setzt auf das Prinzip Trial and Error, Lernen durch Versuch und Irrtum. Einige Schüler suchen gleich systematisch, andere sind vorläufig noch auf die Hilfe der Mitschüler angewiesen. Entscheidend ist, dass man selbst handelt und das Handeln mit Vorstellung verbindet. In ihr entsteht die Ordnung, das System. Und ihr müsst euch jetzt mal vorstellen, das wären jetzt alles Bücher, die wir neu bekommen würden. Und ich müsste jetzt sehen, wie ich die einigermaßen ordentlich in der Bibliothek so unterbringe, dass man die auch wiederfinden kann. Ich weiß nicht. Was weißt du? Immer nach den anderen gucken, wo die anderen stehen. Das ist schon eine ganz gute Idee. Zum Beispiel, wo Bienen stehen, dann tut man da Bienen reinstecken oder sowas. Ich weiß auch was. Aber wenn man eine Bibliothek ganz neu einrichtet. Indem man einfach, wenn man hier so ein Lexikon hat, geht man einfach in die Abteilung Tierlexikon. Und woran weiß man, wo diese ist? Die da ist so eine Tafel, man unter, da steht das drauf. Ja, zum anderen auch, das ist manchmal in der Bibliothek auch unter Alphabet geordnet. Zum Beispiel Tierlexikon musst du, glaube ich, unter T gucken. TL, glaube ich. Oder da ist ja immer so eine Tafel, da steht das. Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Büchern? Ich glaube, die stehen immer in den da. Und die gelben stehen in den. Und könnte ich denn jetzt hier einfach ein weißes Schild draufkleben und das hier vorne mit zwischenstellen? Nee. Warum nicht? Weil es zu Tieren gehört. Weil es zu Tieren gehört, das ist gut. Und dies hier gehört auch irgendwie zu Tieren. Ja, wir tun ja die ganzen. Aber es ist ein Buch zum Vorlesen und irgendwie mehr so für Kinder. Diese Schülerin arbeitet an ihrer Semesterarbeit immer dann, wenn sie einmal eine Lücke im Stundenplan hat. Hier hat eine ganze Gruppe einen Arbeitsauftrag, den man am besten dort erfüllt, wo die Nachschlagwerke stehen. Diese drei verbringen eine Hohlstunde mit dem afrikanischen Bohnenspiel, einem der zahlreichen Spiele, die man hier gesammelt hat, wie auch gute Bilderbücher, die erfolgreich mit den Comics konkurrieren. Hier kommt's. Von der Ausleihe wird ungewöhnlich reger Gebrauch gemacht, nicht nur für die Schularbeit. Andere Lerngelegenheiten, die Labors für Foto, Drucktechnik, Naturwissenschaften, Werkstätten für Holz, Metall, Töpferei, neben der Bibliothek die große Mediothek und nicht zuletzt die Sportanlagen.